Wenn etwas in dir ist, lass es raus. Mach die Welt reicher. Lass die Welt dein Lied hören. Meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe deinen Traum. Wir machen das nicht oft. Und wenn, dann nur mit ganz ausgesuchten Menschen, von denen ich ganz sicher bin, da kannst du eine Menge lernen. Und ja, und es ist mein Wunsch, dass du sie kennenlernst und tiefer kennenlernst. Und heute freue ich mich ganz besonders, dass da jemand ist, der immer lächelt. Aber nicht, weil es aufgesetzt ist, sondern weil er diese Welt etwas schöner machen will und weil er diese Welt schön findet. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit Tobi Beck. Herzlich willkommen, Tobi. Danke dir, lieber Bodo. Ist mir eine große Ehre, bei dir zu sein. Ja, mir auch. Mir auch. Ich fange gleich mal an mit der ersten Frage. Ich habe ja gesagt, dass du viel lächelst. Und früher, als ich so groß geworden bin, hätte man so jemanden wie dich einen Sunny Boy genannt, der immer lächelt oder etwas überzeichnet, ja, der gedopt wirkt. Nimmt der etwas, der Tobi? Das machst du natürlich nicht. Aber meine erste Frage ist, Corona ist ja für viele nicht leicht gewesen, für dein Geschäftsmodell auch nicht unbedingt. Das habe ich so ein bisschen mitbekommen. Ja. Wie erhältst du dir deine Freude? Also ich glaube, dass Glück ein Kontrasterlebnis ist. Und weil ich sehr viel, als ich sehr jung war, erlebt habe, ein paar Menschen kennen meine Geschichte von Mobbing, deshalb unterstütze ich Stopp Mobbing in der Kampagne. Ich bin ein Teil meiner Jugend in einer Sekte groß geworden und durfte dort nicht reden. Das heißt, ich durfte nur innerhalb der Gemeinde reden und das, was mir vorgesagt wurde, und außerhalb dieser Gemeinde musste ich missionieren. Das heißt, ich war eigentlich nie irgendwo angekommen oder gut genug. Und wenn ich dann laut was gesagt habe, ich war schon immer jemand, der zum Beispiel gerne Witze gemacht hat. Ich habe als Kind, die Namen kennst du bestimmt noch, Fips Asmussen, Otto, Dieter Hallervorden imitiert. Das war meine größte Freude. Das durfte ich aber in dieser Gemeinde nicht, weil das war einfach nicht gewünscht. Und dann bin ich irgendwann ganz, ganz leise geworden. Und nachdem ein Teil dieser Zeit vorbei war, da Glück ja ein Kontrasterlebnis ist und Freude, ist jeder Tag für mich einfach so toll, dass ich einfach reden darf in einem Land, wo auch in all dem, was wir erleben, Meinungsfreiheit herrscht. Und deshalb bin ich so, dass ich zumeist doch lächeln kann, weil ich es eben schon anders gesehen habe. Und das ist auch der Grund, warum ich auf der Bühne für viele so laut wirke, weil ich mir eben den Mund nicht mehr verbieten lasse, weil ich, wenn ich damals laut etwas gesagt habe, mit Handschellen gefesselt worden bin. Und das waren ganz dunkle Momente und die will ich nicht mehr. Und seitdem scheint einfach mehr Sonne. Aber da, wo auf der Welt nur die Sonne scheint, ist Wüste. Ich habe auch Tage und Momente, wo es mir nicht gut geht. Und um deine Frage zu konkretisieren, während der Corona-Zeit musste meine Frau mich schon sehr oft wieder in Wuppertal, sag mal, in den Schuh stellen. Ne? Da habe ich unten hier weinend auf der Treppe gesessen und habe gedacht, naja, das war's jetzt. Tour weg, Aufträge weg, Personalkosten hoch. Ja, und dann geht das wir immer nur im Team zusammen weiter. Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wenn draußen die Sonne scheint, ist es leicht zu lächeln. Ja. Wenn der Frühling kommt, alles wird wieder wunderbar, ist es leicht zu lächeln. Aber wenn du dann mal weinst und deine Frau dich in die Schuhe stellen muss, wie du das da gerade sagst, dann ist es ja die Kunst. Also erstmal, Tobi, ganz lieben Dank für das offene Wort, was du hier sagst. Denn die meisten Menschen, die da sind, wo du bist, die wollen so ihren Schein wahren und so einfach tun, als hätten sie etwas, was sie in die Kraft bringt, was andere Menschen vielleicht so nicht haben. Und dass du dich so berührbar und verletzlich zeigst, ist auch ganz wichtig. Und ich finde, es ist auch unsere Aufgabe. Wir dürfen da nicht hochklettern und dann die Leiter hochziehen und dann sagen, guck doch mal, wär da besser auch so toll geboren wie ich. Und sonst kommst du halt hier nicht hoch. Sondern du zeigst die Leiter und zeigst auch auf den unterschiedlichen Sprossen, dass es bei uns, bei mir auch so, immer noch wieder so ist, dass wir eben noch nicht oben sind. Es gibt, wir sind ja in vielen oben, aber nicht in allem. Ja, bitte? Und es gibt ja auch oben gar nicht. Und ich bin da ja... Ja, das außerdem. Weißt du, dieses ganze Thema Speaker sein. Speaker sind ja keine Stars. Ich habe früher gedacht, das wären Stars,
Für mich sind das Dienstleister. Ja. Ich werde heute, und da kommen wir übrigens auch zu dem Lächeln zurück, was du zur Eingangsfrage. Ich bin heute Abend gebucht von einer großen Krankenkasse, um 2000 Menschen anderthalb Stunden eine gute Zeit zu geben. Mhm. Egal, wie es mir geht. Und da bin ich wahnsinnig dankbar, vorher, bevor ich Speaker geworden bin, geschliffen worden zu sein, in die Lehre gegangen zu sein, bei der Feuerwehr, bei der Lufthansa, wo ich oft mein Ego, Hunger, Durst, Pipi, Aua, Kalt, lernen musste, nach hinten zu stellen. Ich wollte nicht Kotze wegwischen in einem Flugzeug. Wenn mein Chef mir gesagt hat, du machst das, mache ich das. Und wenn heute jemand von mir verlangt, als Dienstleister, dass ich meine Arbeit ableiste, dass ich diene in dem Moment, dann mache ich das und habe mir Werkzeuge gesucht. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Resilienz, was ich tun kann, um dahin zu kommen. Zum Beispiel meditieren, hätte ich früher drüber gelacht. Zum Beispiel in meine Dankbarkeitsliste zu gucken, 20 Seiten positiven Input jeden Tag mir zu holen aus Büchern. Zum Beispiel aus deinem neuen Buch, was gerade mit mir im Wohnmobil rumfährt. Und das hilft im Compound-Effekt, nicht heute und morgen, sondern übermorgen und in 10 Jahren, dazu, dass ich abliefern kann. Persönlichkeitsentwicklung ist nicht das schnelle Ding, sondern es ist ein Zinseszinseffekt über Jahre und Jahrzehnte. Und das trennt irgendwann Spreu vom Weizen, auch im Markt. Wir kaufen unseren Erfolg nicht irgendwie, sondern wir müssen ihn jeden Tag mieten. Und weißt du, dein Gegenüber stellt sich ja immer 3 Fragen. Also immer, egal, auch übrigens bei einer Gartenparty. Ich will das auch ein bisschen demystifizieren, das Reden, was mit Bühne zu tun hat. Weil Bühne ist ja jeden Tag überall, wo ich bin. Wenn Menschen dich und mich treffen, fragen sie sich, wer bist du? Was bringst du mit? Und dann kommt das Egoistischste, weil Menschen nun mal so sind, was habe ich denn davon? Und alleine wenn du dann sagst, bei einer Gartenparty oder auf einer Bühne, ist übrigens, nennen wir es Trick oder nennen wir es eine Technik, alleine wenn du dich freust zu sagen, ich freue mich heute hier zu sein. Die meisten sagen das nicht. Oder sich selbst zurückzunehmen, sowas wie, das sage ich heute Abend bei der Keynote, von der wir gesprochen haben. Das Erste, was ich immer sage, ist, alles von dem, was ich dir heute sage, kennst du schon. Du musst mir mit nichts zustimmen, was ich dir sage. Ich teile nur mit dir oder mit ihnen, was für mich funktioniert hat. Und schon ist der Druck raus. Schon denkt das Gegenüber, wenn es authentisch und ehrlich gemeint ist, ah, guck mal, der will mir hier nichts drüber stülpen, sondern der erzählt was. Und dann gehst du in dein Thema rein, egal wie dieses Thema eben ist. Und das ist wirklich schön. Wirklich schön. As ising nenne ich diese Technik. Ich sage einfach das, was gerade ist. Scheiße mit. Wie nennst du das? As ising. Also auf Englisch ist es halt noch einfacher zu verstehen. Du sagst einfach das, was gerade ist. Wenn ich bei einer Krankenkasse spreche, sage ich, was anderes, ein anderes As-Ising als bei einem Computerkonzern. Und ich finde etwas, was mich mit der Gruppe verbindet. Und das sind meistens Dinge, die hinter der Fassade stecken. Wir haben so 3 verschiedene Gesichter. Wir haben öffentliches Leben. Bodo Schäfer, Tobias Beck in der Öffentlichkeit. Menschen denken irgendwas. In meinem Fall oft, was ist denn das für ein Popper? Blaues Sakko hat da Haare nach hinten gegelt. Ja, und dann erzähle ich das, was ich dir vorhin erzählt habe, warum ich jetzt so bin. Dass es eine Geschichte gibt hinter dem Buch. Dann haben wir ein privates Leben. Du und deine Traumfrau, ich und Rita. Aber dann haben wir auch noch ein geheimes Leben. Jeder einzelne von euch. Und das wollen die Leute hören. Wie geht's dir nach Mitternacht mit offenen Augen im Bett? Weil das hat dein Publikum auch. Und darüber redest du. Da hat sich der Speakermarkt verändert. Nicht mehr so plakative Dinge, sei immer positiv. Ich nenne das Make Your Mess Your Message. Ja, noch make besser ausgedrückt. Ja, es ist wirklich, wir haben früher versucht, die Niederlagen geheim zu halten. Als ich anfing, Versicherungen zu verkaufen, die Speaker, die es damals gab, die haben nie über ihre Schwächen geredet. Und ich glaube, es ist einfach auch unfair, das nicht zu tun. Ja. Weil dann entsteht der Eindruck, als
hätten wir viel weniger oder kaum welche oder gar keine. Und das ist ja völliger Quatsch, sondern make your mess your message. Zeige, obwohl ich so bin, kann ich das und das erreichen. Und du auch. Ja. Und das finde ich, ist ja unfassbar wichtig. Wenn diejenigen, die gerade ein Trouble haben mit irgendwas und aufgeben wollen, und das ganz holistisch übrigens, hat mit einer Firmen-Keynote gar nichts zu tun. Das kann die Beziehung zur Frau sein, kann sein dunkle Gedanken nach Mitternacht. Wenn nur einer dann weitermacht, hast du doch als Speaker und ich alles erreicht. Ja. Geht doch gar nicht um die Krankenkasse. Nee. Warum haben so viele Menschen Angst zu sprechen vor anderen? Weil wenn man dich so hört, gut, da ist natürlich auch viel Training dabei, aber es ist eben auch deine Leidenschaft, du willst diese Dinge sagen. Warum haben so viele Angst? Eigentlich ist ja jeder ein Sprecher. Das ist meine These. Ja, das ist deine Art, aber jeder ist ein Speaker. Das stimmt. Es geht ja sogar noch weiter als die Angst. Dazu gibt es ja Studien, dass bei den Grundängsten von Menschen Angst, wir haben ja vor vielem Angst. Wir haben Angst, keine Ahnung, vor schlechtem Wetter, Angst vorm Autofahren, Angst vor der wahren Liebe. Angst vor Public Speaking ist die größte. Das steht immer auf Platz 1. Das wissen die wenigsten Menschen. Und das hat übrigens einen psychologischen Grund, weil früher wurde die Höhle gefeiert. Also immer, wenn wir rausgingen, war es gefährlich. Immer, wenn ich mich vor eine Gruppe gestellt habe, war es gefährlich. Mhm. Und Menschen haben Angst, ihre wahre Größe zu zeigen, zu Recht, weil es Menschen geben wird, die dich dafür an den Pranger stellen werden. Wenn du sowas sagst wie sprich deine Wahrheit, kehr dein Innerstes nach außen, dafür wurden früher in unserer Kultur, da wo wir gerade sitzen, Menschen auf Marktplätzen verbrannt. Das geht doch nicht weg. Wir haben Angst davor, unsere Wahrheit zu sprechen. Und das überlassen wir dann lieber anderen. Und gleichzeitig ist es so wichtig, diese Message nach außen zu kehren. Und diejenigen, die das dann tun, kriegen oft auch diesen Beifall. Meine größte Leidenschaft, ich habe es vorhin schon mal gesagt, ist, diese Geschichten aus Menschen herauszukitzeln und sie so zu gestalten, dass andere eben was von der Geschichte haben. Und das ist einfach fantastisch. Gehen wir mal so ein bisschen kritisch rein. Du hast ja ein Seminar gemacht, da war ein Journalist. Und er hat dann einen schlechten Artikel drüber geschrieben. Ja. Wenn es noch schlecht gewesen wäre, glaube ich, hätte man damit leben können. Aber er hat eben Dinge verfälscht, Unwahrheiten gesagt. Und der Leser in der Zeitung nimmt ja immer an, dass der einen Artikel schreibt, objektiv ist, dass die Presse unabhängig ist. Aber es war übelst manipulativ. Meine erste Frage ist, was hat das mit dir gemacht? Dann ist ja auch ein Shitstorm entstanden. Dann hat ja ein Kollege von uns noch gemeint, er müsse auf dich draufhauen. Das habe ich so auch noch nie erlebt. Nee, auch nicht. Warte, seit ich es mal erlebt habe, vor 20 Jahren, da haben wir was gemeinsam. Das ist ein Erlebnis, das ich keinem wünsche, das aber sehr krass ist. Wie bist du damit umgegangen? Das Ganze ist natürlich mehrdimensional. Der Moment, wo das passiert ist, hin zur Reflexion, warum es passiert ist, hin zur Dankbarkeit dafür, dass es passiert ist, sind ja verschiedene Schritte. In dem Moment, als das war, ich nutze jetzt wieder die Zooming-In-Technik, weil ich halt so Geschichten erzähle, war ich in einem Hotel in Hamburg. In diesem Hotel in Hamburg trainiere ich seit mittlerweile 15 Jahren die Führungskräfte. Es ist ein großes Hotel. Und dort wurde diese Zeitung dann nachts vom Hoteldirektor vor den Zimmertüren weggesammelt, weil diese Zeitung vor jedem Zimmer lag, damit ich frühstücken gehen kann. Und als ich das dann gelesen habe, ist bei mir, als allererstes habe ich gesagt, über wen schreibt diese Frau da? Also um wen geht es hier in diesem Artikel? Waren wir auf derselben Veranstaltung? Dann habe ich die Frau angerufen, die angeblich von mir mental zerrissen wurde. Ich sage, weißt du, dass du in dem Artikel gemeint bist? Sie so, nee, das muss eine andere Veranstaltung sein. Ich so, nee, guck mal, das war vor 2 Wochen. Und dann ist was passiert, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben erfahren habe, wie es ist, in so ein Rad reinzukommen.
Da muss ich ein bisschen in der Zeit zurückspringen. Die Journalistin saß ja hier bei mir zu Hause. Ist ein Fehler, den ich nie wieder machen würde. Also nichts gegen Gespräche mit Journalisten, habe ich ja öfter. Aber der Artikel war ja schon fertig geschrieben. Und dann ist in dieser ganzen Geschichte eben das passiert, was du gesagt hast. Weil die Zeitung, wenn wir ganz ehrlich sind, liest meine Zielgruppe nicht mal. In meiner Community ist überhaupt nichts passiert. Mhm. Bis zu dem Moment, als der Marktbegleiter draufgesprungen ist. Das so zitiert hat, eine Schande für unsere Branche, dieser Mann, habe ich auch jetzt gedacht, meint er jetzt mich? Und dann ging es natürlich los, Beschimpfungen. Und weißt du, was dann passiert ist, Bodo? Dann kam Karmic Management, wenn es sowas gibt, dann ist aus dem Shitstorm ein Lovestorm geworden. Alle jemals bei mir gewesenen Kunden, von der BASF über damals Vapiano, über you name it, haben sich dahinter gestellt, haben mir Nachrichten geschickt. Und dann haben wir innerhalb von 2 Monaten 50.000 Follower dazu bekommen, nicht weggegangen. Die Leute sind nicht weggegangen, sondern sie haben sich schützend darum gestellt. Mhm. Und deshalb war die Journalistin und der Marktbegleiter waren meine größten Zen-Meister bisher in meinem Leben. Ja. Und ich habe die Erfahrung gemacht oder durfte sie machen, dass das, und jetzt zitiere ich wieder Tony Robbins, it's a part of the game. Ja. Es gehört einfach dazu. Ich wusste das nur nicht. Ich war vollkommen naiv. Ich wusste nicht, dass es so viel Hatred gibt. Und plötzlich war ich mittendrin. Martin Walse hat mal gesagt, und ich habe mich immer gefragt, warum lieben viele meine Bücher? Und andere lieben sie nicht oder zerreißen sie sogar. Martin Walser hat gesagt, niemand liest dein Buch, sie lesen ihr Buch. Ja. Und ich glaube, dass das, was du auf der Bühne machst und auch ich und unsere Bücher, unsere Seminare, ist im Grunde genommen ein Spiegel. Ja. Der Mensch sieht sich darin und wenn er sich selber darin sieht, sieht er das, was in ihm ist. Und wenn wir das verstehen, dass diese Artikel, die geschrieben werden, ob sie gut oder schlecht sind, gar nicht, dass es da gar nicht um gut und schlecht geht, sondern um das Spiegelbild, was der einzelne Schreiber beschreibt, das er gerade sieht darin, ja. Dann sind wir da ziemlich weit. Ja, danke, dass du das so offen mit uns teilst, denn das war schon spannend. Und es ist gut, auch dieses Verständnis zu haben, das gehört dazu. Menschen haben ein dualistisches Weltbild. Die sehen nur Gewinner und Verlierer, was ja gar nicht stimmt. Aber in deren Bild ist es so, wenn sich dir jemand zuwendet, dreht er denen den Rücken zu. Hm. Und das ist Grund genug, dich schon nicht gut zu finden. Wobei ich sagen muss, um das abzuschließen, es gab einen Satz da drin, das habe ich erst so vor 3-4 Monaten auch mit einem Coaching abgeschlossen. Und zwar, dass mir unterstellt wurde, dass ich, wir haben ja diese Masterclass, die wir in Hallen gemacht haben, auch für Jugendliche gemacht. Und zwar kostenlos. Mhm. Was ein Riesending ist für eine kleine Firma. Mhm. Aber ich habe von Anfang an versucht, Dinge für Jugendliche zu machen, um derjenige zu sein, den ich mir damals gewünscht hätte. Nicht der Mathelehrer, der zu meiner Mutter beim Elternsprechtag sagt, wenn er Glück hat, sie brauchen gar nicht reinkommen, hat er gesagt, werde ich nie vergessen zu meiner Mutter, die übrigens auch Lehrerin war. Wenn er ganz großes Glück hat, kann er bei mir den Müll absammeln vorm Haus, aber hier wird er kein Abitur machen. Und ich habe dann irgendwann versucht, Dinge zu kreieren, um Jugendliche in ihre Stärke zu bringen. Und das mache ich übrigens seit Jahren pro bono, aber nicht, weil ich muss, sondern weil ich mir diesen Menschen von außen, das können Eltern oft gar nicht machen, sondern es muss eine dritte Person sein, der sagt, doch, du kannst, doch, in dir ist was, das ist größer als all das. Und das hätte ich mir so gewünscht und deshalb habe ich dieses Seminar kreiert, die Masterclass für Youngstars, wo dann auch die ganzen Jugend übrigens in die Halle reingerannt sind, vor lauter Freude, gibt es Videos zu online. Und dass mir da unterstellt wurde, dass ich das aus kommerziellen Gedanken tue, um sie als zukünftige Kunden anzutrainieren. Das hat mich sehr verletzt. Aber auch da, Vera F. Birkenbiel, das kommt immer drauf an, welche Brille du aufhast. Ja, in welchen Spiegel du guckst. Es ist sowieso der perfideste, fieseste Angriff ist es, dass man das, was ein Mensch gut macht, in den Dreck zieht und sagt, der tut das ja nur um. Ja. Ja, also wenn wir zum Beispiel pro Jahr mindestens eine Schule in Afrika bauen, was meinst du, wie viele Menschen sagen, das ist toll?
Das ist richtig klasse. Und es gibt aber auch genauso Menschen, die sagen, ja, will er jetzt auch noch Gott spielen? Will er entscheiden, wo das Geld hinkommt? Wenn er ein vernünftiger Mensch wäre, würde es im Staat geben, denn der Staat könnte es viel besser verteilen. Das ist jetzt nicht wirklich meine Ansicht, dass der Staat das besser kann. Du kannst, ja, wir könnten da endlos drüber weiterreden. Ja, aber der Punkt ist deshalb so wichtig, Bodo, weil ich glaube, dass das ist der Grund, warum viele Menschen sich nicht trauen, ihre Geschichte zu erzählen, weil sie Angst haben, zurückgewiesen zu werden. Man hat gemessen, die Angst im Level, die jemand hat, zu sprechen vor Menschen, ist exakt so groß wie Todesangst. Und da kommt das ja geschichtlich her. Das heißt, es ist unser Auftrag auch, Menschen dahin zu bringen, dass sie sprechen. Denn ich glaube, dass es nichts Schöneres geben kann, für sich selbst zu erleben, reflektiert zu erleben, als diese Angst zu überwinden. Wenn sie besonders groß ist, ist es sogar ein noch schöneres Geschenk, dass wir auf diesen Level kommen, dass wir die Angst umwandeln können. Wie macht man das? Indem irgendwann der Punkt im Leben kommt, wo du sagst, genug ist genug, enough is enough. Ist übrigens ganz oft, wenn ich das so sagen darf, ohne da bitte falsch verstanden zu werden, auch ein Frauenthema, deshalb stehen so wenig Frauen auf großen Bühnen. Ja. Weil es gibt den sogenannten Cinderella-Effekt. Frauen haben Angst vor der eigenen Größe. Könnt ihr mal googeln, das denke ich mir alles nicht aus. Es gibt ganz viele Studien dazu. Nur es kommt der Moment, das ist egal, ob du Mann oder Frau bist, wo sich das in Wut umwandelt. Heruntergeschluckte Trauer, das ist, niemand, der hier zuhört, glaubt doch nicht, dass Nelson Mandela, Mutter Teresa oder wie sie alle gehießen haben, die auf Marktplätzen stehen als Statue, dass die irgendwann traurig waren. Das hat sich gedreht in Wut. Und da ist die ganze Bambi-Nummer weggefallen, wo sie gedacht haben, irgendwann kommt der Prinz auf dem Pferd. Nee, es kommt niemand. Und jetzt kommt der Paradigmenwechsel. In dem Moment gehst du als Gladiator oder als Gladiatorin in die Arena. Und jetzt kommt der Unterschied. Du bist nicht mehr der oder diejenige, die Popcorn fressend drumherum sitzt und mit dem intellektuellen Finger, wie viele Zeitungen das übrigens tun, auf die Gladiatoren zeigt mit dem Popcorn im Mund, sondern du kämpfst in der Arena. Und jetzt wird's spannend. Das wird jetzt dein Umfeld. Das heißt, du redest mit denen, die den Kampf des Lebens spielen, denen der Schlamm des Lebens an den Beinen hochspritzt. Das ist Leben. Nicht darüber schreiben, wie es sein sollte. Das sind für mich die Heldinnen und Helden. Und dieser Moment kommt bei Menschen irgendwann und dann gibt es dieses sogenannte Sendungsbewusstsein, Bodo. Und deshalb könntest du mich nachts wecken und dann geht's los zu den Themen, die mich eben wirklich wach halten. Und dann geht's los. Und wenn du das hast in deinem Leben und das dann mit den richtigen Menschen in der richtigen Energie zum richtigen Zeitpunkt, dann können wir hier gemeinsam was verändern. Dann geht's nicht mehr um stehe ich auf einer Bühne, sondern um ein gemeinsam Verändern von. Bin ich aber sowas von bei dir. Du hast eben das Stichwort Frauen gesagt. Ich habe ja ein Buch geschrieben, Geld tut Frauen richtig gut. Und dafür habe ich die größte Studie gemacht, die es in Deutschland gab. Über 1 Million Frauen wurden befragt. Und der Hauptpunkt war, dass sie sich nicht zutrauten, und mit Geld umzugehen und es deshalb an ihren Partner delegiert haben oder gewartet haben, dass dieser Traumprinz kommt, an den sie es dann delegieren können. Und das ist im Sprechen, das ist im beruflichen Erfolg, das ist im Geld, das ist überall dasselbe. Und deswegen habe ich immer diese starke Mission, auch ja Frauen in die Kraft zu führen, dass sie mehr an sich glauben. Die Kraft ist ja da. Ja. Und die ist ja da. Frauen sind so viel stärker als wir in vielem. Das muss ja auch mal gesagt werden. Und das ist auch nicht irgendein Lippenbekenntnis. Das ist so. Dazu noch ein Schlusssatz von mir. Wir leben im Informationszeitalter. Die Grundbedürfnisse vieler Menschen sind gedeckt. Und wenn Sie jetzt weitere Bedürfnisse aufpoppen haben in Ihrem Leben nach der Maslow'schen Bedürfnispyramide, dann hat das immer mit Information zu tun. Und deswegen, der Markt ist nicht voll. Wir haben 1% maximal der guten Coaches, die wir bräuchten. Wenn etwas in dir ist, lass es raus. Mach die Welt reicher. Lass die Welt dein Lied hören, deine Melodie spüren, den Tanz erleben und geh zu den Besten. Und Tobi ist unfassbar gut. Lieber Tobi, ganz lieben Dank, dass du dieses Gespräch mit mir heute geführt hast.
für unsere Zuschauer. Ich denke, es ist eine unfassbare Bereicherung, wenn jemand sich das angeguckt hat. Ich glaube, er muss anders denken übers Sprechen und ich danke dir von ganzem Herzen dafür. Und er muss anders denken über, was ist ein Star, was ist ein Held. Ein Held hat genauso Schwächen, wie du sie hast, wie ich sie habe, aber er lernt, damit umzugehen. Lass uns eine starke Woche haben und wenn du mehr von diesen Videos hast, dann abonniere diesen Channel, damit du automatisch dabei bist, wenn wir die nächsten Videos veröffentlichen. Und ich freue mich einfach, dass wir zusammen diesen Weg gehen können.